Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading, hätte ich fast gesagt, zum heutigen JFD Devisenradar am Morgen des 23. Juli hier 9:30 Uhr. Es ist schon reichlich Action am Markt, also die Volatilität ist sehr, sehr ausgeprägt. Und die sehen wir auch insbesondere hier beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, der hier bislang seine Range schon voll ausgeschöpft hat. Soll heißen, wir haben hier die Tagesrange schon ja, limittechnisch vollzogen. Also rein von der Daily Range sind wir hier schon erschöpft. Aber das muss natürlich nichts heißen. Der Markt kann natürlich weiter abgehen im buchstäblichsten Sinne. Und das wollen wir uns jetzt eben hier mal genauer anschauen. Denn gestern gab es ja hier schon eine Analyse zum Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar vor dem Hintergrund, dass eben die Zinssenkung/Anhebung im Raum stand in Neuseeland. Und ja, die Erwartungen wurden dahingehend nicht enttäuscht. Es gab eine Zinssenkung und die neuseeländische Notenbank senkte hierbei den Leitzins vom Kiwi in Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar eben hier um 25 Basispunkte auf 3% nur noch. Jetzt ist das Interessante, dass der Neuseeland-Dollar generell hier in den früheren Zeiten eben gerade im Jahr 2014 eine Sonderrolle einnahmen, nämlich hier wurden Zinsanhebungen durchgeführt. Und dies, wohlbemerkt natürlich gegen die breite Zinssenkungsorgie, die hier weltweit Einzug fand. Und so war der Neuseeland-Dollar doch schon eine gewisse Besonderheit. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo man jetzt auch anknüpfen muss, denn da hat sich hier sicherlich eine gewisse Sondersituation ergeben, die jetzt mehr oder weniger auch relativiert wurde. Also insofern hier nichts sehr, sehr Dramatisches, aber dennoch sehr, sehr Interessantes, was hier vollzogen wurde. Denn schlussendlich hat natürlich hier eine Zinsanhebung, beziehungsweise vielmehr die Anhebung im letzten Jahr, genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ja eigentlich hier die neuseeländische Notenbank mehr oder weniger auch wollte. Sie wollte zwar die Wirtschaft ein Stück weit abkühlen, aber natürlich nicht in dem Maße, wie wir das unlängst gesehen haben. Und jetzt wird natürlich dagegen gerudert mit solchen Zinssenkungen. Und dies dürfte auch mit Verlaub nicht die letzte Zinssenkung gewesen sein, die wir gesehen haben. Und insofern ist es sehr, sehr spannend, wie hier die Situation jetzt noch weitergeht. Denn Zinssenkungen sind ja in Anführungszeichen Schwächen für die Wirtschaft, für die Währung, vielmehr nicht für die Wirtschaft, sondern eben stimulierend für die Wirtschaft. Und das ist auch so ein Stück weit der Hintergrund, worauf man spekulieren bzw. Vermutungen anstellen kann, warum der Neuseeland-Dollar hier am gestrigen Abend hier im Stunden-Chart-Intervall zur Zinsentscheidung nach oben geschnippt ist und eben nicht nach unten, wie man das eigentlich erwarten kann, wenn es hier Zinssenkungen gibt, sozusagen eine Schwächung der Währung. Hintergrund ist eben der, dass die neuseeländische Wirtschaft hier sehr, sehr abhängig auch von der Milchindustrie ist und die Milchpreise sind wirklich eingestürzt. Ich habe selbst einen Bekannten in Neuseeland, der mir dies auch berichtete, dass da wirklich das Wasser bis zum Hals steht bei vielen Milchbauern und das ist natürlich ein großes Problem und durch die Zinssenkung, und das wird nicht die letzte gewesen sein, soll die Wirtschaft wieder stimuliert werden, soll wieder sozusagen Auftrieb kommen und da ist jetzt praktisch die Fantasie, die hier mitspielt, um sozusagen auch vorauszuwerfen, dass hier der Markt letztlich oder die Wirtschaft generell, der neuseeländische Markt wieder an Fahrt gewinnt. Das ist meines Erachtens aber nur ein temporärer Effekt, denn wenn wir uns auch hier den Chart von gestern anschauen, dann ist eigentlich das passiert, was wir vermutet haben. Also obwohl die Leitzinssenkung eigentlich negativ für das Währungspaar sein sollte, ist die Preisentwicklung positiv. Insofern Neuseeland-Dollar profitiert davon, aber meines Erachtens nur temporär. Das dürfte hier wirklich nur eine temporäre Erscheinung sein. Und hier im Bereich um 0,6735 müsste sich das Währungspaar rein technisch wieder erschöpfen. Hier oben ergibt sich eine sehr, sehr interessante Chance unter Swing-Trading-Gesichtspunkten, hier ein mögliches Short-Engagement aufzunehmen, um dann praktisch in der Folge an einer Abwärtsbewegung zu partizipieren, die dann hier auch diese Unterstützung bei 0,6570, die aus den Vorjahren herrührt, dann sicherlich zur Unterschreitung führen dürfte, was in der Konsequenz hier mittelfristige fortwährende Abgaben bis in den Bereich 0,6125 zulässt. Also das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier auch nach einer weiteren Erholung während der kommenden Tage hier durchaus wieder eine schwächere Richtung einschlagen. Und insofern ist die Erholung, die wir jetzt hier aktuell sehen, rein korrektiv zu werten, natürlich interessant, aber dennoch rein korrektiv und insofern sicherlich eine Möglichkeit in Bälde, das Währungspaar auf der Short-Seite wieder zu suchen. Den großen Long Impuls, den großen
Die große Long-Chance sehe ich erst, wenn wir hier ausbrechen. Sie sehen es über 0,68. Vorher würde ich hier nichts weiter anfassen. Wir schauen auch dazu mal kurz in die Saisonalität vom Währungspaar. Allein mit Blick auf die kommenden 20 Tage sieht das mal nicht so bullisch aus, was wir hier zu erwarten haben. Und wenn wir ein Stück weitergehen, wir gehen mal nochmal 20 Tage drauf, dann sehen wir, dass hier generell bis Ende August hinein eine fallende Saisonalität vor dem Währungspaar steht. Und das ist hier eine relativ klare Botschaft, die uns hier dann dazu mutmaßen lässt, eine ganz klar präferierte Abwärtstendenz für die kommenden Wochen vorauszusehen. Also hier passt praktisch alles zusammen. Wir haben hier einen Kreuzwiderstandsbereich, Horizontalebene um 0,6735. Hier diese Abwärtstrendlinie von, ein Stück Zoom, hier von diesem Hoch vom April, auch hier Widerstand getestet. Seitdem kennt das Währungspaar grundsätzlich nur eine Richtung. Und von diesen Niveaus ausgehend sind wir hier mit dieser Trendlinie jetzt imstande, hier diesen Widerstandsbereich zu definieren. Und von dort aus darf es im Sinne auch der Saisonalität natürlich dann nach unten gehen. Schauen wir uns mal kurz hier den Neuseeland-Dollar nochmal gerade an in der Beschau. Moment, jetzt muss ich das nochmal justieren ein Stück weit. So, da haben wir es. In der Beschau des Stundencharts. Wir sehen, dass wir die Average True Range gebrochen haben, dass wir da gerade darüber rausgelaufen sind. Und das ist natürlich der Punkt, der hier jetzt den Markt ein Stück weit in Erschöpfung bringen lässt. Also wir sehen hier, dass der, wir gehen mal in den 15-Minuten-Chart, der Neuseeland-Dollar, hier ist die Zinssenkung, dann gab es leichte Rücksätze im asiatischen Handel und hier ist aber die Average True Range und wir sind bislang eben 87 Pips gelaufen. Das Währungspaar bewegt sich eigentlich im Schnitt nur 79 Pips. Also haben wir hier eine kleine Differenz, die sozusagen jetzt im Sinne dieser Erschöpfung den weiteren Tagesverlauf zumindest relativ zäh gestalten könnte. Interessant ist natürlich, dass andere Währungspaare, wie zum Beispiel der Australdollar gegenüber dem, und da haben wir hier zum Beispiel auch eine Ausbruchssituation, es läuft gerade ein Long Trade beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar, dass der hier zum Beispiel noch sichtliches Potenzial bis zur Average True Range hat. Ja, wir sehen hier sehr schön, dass der Markt hier das Potenzial hat, hier seine Range noch auszuschöpfen, hingegen hier der Neuseeland-Dollar eben hier schon am Limit ist. Das heißt nicht, dass er jetzt hier im Sinne dessen, dass der US-Dollar kurz durchschnauft, weiter ansteigen, in Lethargie verbleibt und nicht ansteigt. Also es kann durchaus hier einen Over-Range-Day geben, aber hier der Neuseeland-Dollar rein technisch heute eigentlich schon am Limit. Und wenn er sich jetzt hier weiter nach oben erhebt, in dem Bereich eben 0,6735, 0,6740, machen Sie das nicht auf den Pip fest, dann haben wir hier natürlich, gehen nochmal zurück in den Tages Chart, die herausragende Chance, bereits hier schon gewisse Erschöpfungszustände heute, morgen, Schrägstrich in der kommenden Woche zu sehen, die dann wiederum hier sicherlich in Bälde einen schönen Short ermöglichen. Also eine ganz, ganz interessante Situation hier beim Neuseeland-Dollar. Wie gesagt, die Zinsanhebung wird sich, Zinssenkung, die Zinssenkung wird sich wohl hier mit dem Stimulus einer Wirtschaftsbelebung erklären lassen, sodass der Neuseeland-Dollar eben hier jetzt Zugewinne zu verzeichnen hat. Aber dies ist definitiv eigentlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Sondersituation. Doch so sind nun mal die Märkte, man muss sich hier anpassen. Und der Chart hier hat zumindest diese Tendenz schon vorausgesagt. Gut, in diesem Sinne wären wir heute durch mit dem Neuseeland-Dollar. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und wenn Sie mögen, schalten Sie nachher nochmal auf, wenn wir uns hier dem DAX und Co. zuwenden. Ich wünsche Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Beste Grüße, auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.